Adam ist die Leinwand, der genetische Modifikation. Plasmide sind die Farbe, Dr. Souchon. Ja, wir wurden ja auch voll gepinselt hier. Das ist jetzt irgendwie falsch. Erstmal, wo sind wir? Da sind wir. Warte, wir suchen. Da müssen wir hin, weil wir brauchen. Ja, und das Plasmide spielt aktuell verrückt. Leben Sie noch? Ich bin soweit.
Du kannst keinen Leim mehr tragen. Ich kann keinen Leim mehr tragen? Aber Leim ist doch mein Lebenselixier. Wäre es nicht hier so gut. Ein Schoko. Schoko, wie geht's dir? So. Was haben wir hier? Da haben wir Heilung. Da haben wir mal einen Verkaufsautomat. Da haben wir irgendwie.
Ich finde die Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Saves und Kombo-Schlösser. Aha. Wir lassen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie hergekommen. Einen kleinen Moment. Um reinzukommen, ich einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Es ist schrecklich hier. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall diese hingespannte Parole gesehen. Atlas lebt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. Ja, das heißt, dass Atlas lebt. Wobei Atlas ist da. So, ionisches Gel kann ich nicht herstellen, weil uns fehlt was? Batterien. Das ist schlecht. Für was brauchen wir denn Kleber? Klebstoff? Ah, hier, für Fallenbolzen. Wir brauchen aber. Das ist ein kleiner Preis für unsere Freiheit. Du sagst. Okay, wir schalten jetzt mal um auf. Schiss, Larry. Beziehungsweise hier ist wieder auf. Ich könnte vielleicht die Rampe hier benutzen. Oh, ich kann hier unten den Rock. Nichts passiert. Wenn die quasi Modo Shop sind. Jetzt Zorn ist. Ich möchte. Da ist noch ein Holz, ich möchte die Leichen noch dazu. So, aber ich hätte trotzdem gerne Batterien. Muss mal gucken. Wir müssen, warte mal, da geht's zum Ziel. Dann gehen wir doch erstmal geradeaus, ne? Ja, weil da geht's zum Ziel. Wir gehen erstmal geradeaus. So machen wir das. Nachladen.
das gehört uns, das Ding. Da komme ich noch gar nicht hin. Du glaubst, Ryan würde sich um dich kümmern, wenn du am Boden liegst? Falsch! Fontaine! Fontaine ist der Mann, der dir beisteht! Mir zu vertrauen. Mir, Ryans Geliebter.
Nein, sie haben mich nicht verstoßen. Sie haben mich schließlich sogar zu Atlas gebracht. Ohne ihn würden die Menschen vom Apollo Square aufgeben. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Aufstand gegen Ryan anführen würde. Aber er hat nur geseufzt und gesagt, er sei kein Befreier. Befreier würde es gar nicht geben. Und die Menschen würden sich schon selbst befreien. Ich habe immer geglaubt, Andrew Ryan sei ein großartiger Mensch. Viel dumm nicht. Kurze Kapitel Feuerstelle.